Herzlich willkommen auch zum zweiten Teil unserer Veranstaltung und schön, dass ihr teilweise wieder erschienen seid. Ich sehe auch neue Gesichter. Toll. Also es gibt da hinten auch noch Kürbissuppe. Bedient euch da bitte. Wir haben uns aufs Du hier geeinigt heute in diesem Raum. Ich hoffe, das ist allen recht. Mein Name ist Katrin Jäger von Tide und ich moderiere dieses Podium hier heute Abend. Aber zunächst mal sollte sich die Wir-Redaktion hier vielleicht noch mal vorstellen, weil es ist ja eine Kooperation, eine gemeinsame Veranstaltung von Wir und von Tide, diese Pop-up-BürgerInnen-Redaktion für diejenigen, die jetzt noch nicht da waren im ersten Teil der Veranstaltung. Dort haben wir einen Workshop gemacht, wo diejenigen, die teilgenommen haben, ihr Thema, ihr Wilhelmsburg-Thema mitbringen sollten und es auch getan haben. Und wir dann mit JournalistInnen rotiert sind, quasi um die Tische, an die Tische, und wir ins Gespräch gekommen sind darüber, wie könnte denn dieses Thema redaktionell umgesetzt werden, und zwar von den Menschen selbst. Denn es geht hier darum, wirklich als Bürgerin, als Bürger, als Mensch, der und die in Wilhelmsburg wohnt, wirklich auch Themen einzubringen und umzusetzen. Und die Möglichkeit gibt es eben tatsächlich beim Wilhelmsburger Inselrundblick und auch bei Tide. Diese Veranstaltung ist die Auftaktveranstaltung einer größeren Reihe, die drei Veranstaltungen umfasst. Die heißt Gemeinsam aushandeln, und es wird um drei Themen jeweils in Wilhelmsburg gehen, an drei unterschiedlichen Standorten. Und es geht im Prinzip darum, miteinander ins Gespräch zu kommen, in der Sache gern kontrovers, auf der Beziehungsebene wertschätzen und auf Augenhöhe. Und das ist das, was wir hier kultivieren wollen. Und ich bin ganz froh, weil es ist wirklich im ersten Teil dieser Veranstaltung schon sehr gut gelungen, finde ich. Die Zeitstiftung Procerius fördert diese Reihe. Amelie Zimmermann von der Zeitstiftung Procerius sitzt auch hier mit am Tisch. Herzlich willkommen. Genau, es darf applaudiert werden. Und jetzt übergebe ich dir, Sigrun, noch das Wort, weil du ja vom Wilhelmsburger Inselrundblick auch bist. Und danach stelle ich dann die Menschen auf dem Podium vor. So machen wir das. Ist das schon an? Ja. Also eigentlich würde ich jetzt mal gerne meine Redaktion einfach oder unsere Redaktion vorstellen. Also ihr seht jetzt hier immerhin einen Großteil unserer Redaktion. Wir haben ganz neu noch zwei junge Menschen, zwei junge Frauen, die sich um unseren Social-Media-Auftritt kümmern. Das ist wirklich noch ganz, ganz frisch. Darüber freuen wir uns auch sehr. Die können aber leider heute Abend nicht hier sein. Die sind einfach schulisch und mit der Uni und so weiter verpflichtet. So ist das nun mal. Genau. Und ein wichtiger Mensch, der zwar nichts schreibt oder nicht für die Redaktion im engeren Sinne zuständig ist, aber unglaublich wichtige Aufgaben hat, das ist nämlich der Finanzwart unseres Vereins, des Wilhelmsburger Inselrundblicks e.V., das ist der Klaus, der kann heute leider auch nicht hier sein, ist aber eine ganz, ganz wichtige Person, weil wir eben als Non-Profit-Projekt und trotzdem ja Verein ja auch irgendwie unsere Finanzen zusammenhalten müssen, und es gibt immer so viel bürokratische Dinge zu regeln und so weiter und so fort. Und wenn wir da Klaus nicht hätten, das wäre eine Katastrophe, genau. So, und jetzt, wie wollen wir das machen? Sagt ihr alle einmal selber, wer ihr seid und was ihr so bei uns tut? Macht ihr, ne? Fang du mal an. Ja, moin, die meisten kennen mich auch. Ich bin Jenny Dominik. Ich arbeite seit etwa, ich würde sagen, 3 Jahren beim Inselrundblick, kurz nachdem es online gegangen ist.
Ja, den Rest erzähle ich gleich noch. Ja, hallo, Chris Meyer ist mein Name. Ich bin seit Anfang des Jahres aktiv und schreibe ganz gerne. Deswegen habe ich mich dann mal hier umgeguckt und bin ganz glücklich und bin gespannt auf spannende Geschichten, die ich noch schreiben kann. Und vielleicht mache ich auch mal ein paar Videos, habe ich heute mal beschlossen. Ja, Marianne Gross, ich bin seit 30 Jahren beim Inselrundblick und schreibe inzwischen. Ja, ich heiße Hermann Kahle, ich bin seit 14 Jahren beim Inselrundblick und mache alles Mögliche, vom Schreiben, Fotografieren, Malen, Zeichnen. Und als die Zeitung noch als Printausgabe erschien, haben Marianne und ich auch den Vertrieb organisiert. Denn heute nicht mehr, aber damals gehörten noch ungefähr 15 ehrenamtliche Austräger in Wilhelmsburg dazu. Mein Name ist Briga, ich bin seit Anfang des Jahres beim Inselrundblick dabei und versuche mich verschiedenster Art und Weise einzubringen, zum Beispiel beim Pflegen des Terminkalenders oder wenn man mal was bestellen muss, wie Visitenkarten, genau. Ja, mein Name ist Bernd und ich bin jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren jetzt dabei und ich bin noch immer auf der Findung. Vielen Dank und auch für euer ehrenamtliches Engagement über die teilweise richtig vielen Jahre. Marianne, bei dir sind schon 30. Genau, und so kommen wir nämlich auch schön in dieses Podium rein, denn der Wilhelmsburger Inselrundblick feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag und wir sind in der Hamburger Woche der Pressefreiheit. Beides gehört zusammen, denn Pressefreiheit beginnt vor der Haustür, dort, wo unsere Themen sicht- und hörbar werden. Themen, die uns im Alltag betreffen, ganz nah dran im eigenen Stadtteil. Pressefreiheit bedeutet auch, dass Menschen, die diese lokalen Themen in den Medien wiederfinden, und zwar sauber recherchiert und gut aufbereitet. Und dafür braucht es einen funktionierenden und unabhängigen Lokaljournalismus. Doch der ist auf dem Rückzug. Wir haben es kürzlich bei der Mopo erlebt, andere Folgen. Themen vor der Haustür kommen kaum mehr vor. Folgen können Falsch- und Desinformation sein, Einschränkung von Meinungsbildung und Verhinderung gesellschaftlicher Teilhabe. Und durch diese Entwicklung nimmt die Bedeutung von BürgerInnenjournalismus und Non-Profit-Journalismus und auch von Stadtteilzeitungsprojekten wie eben dem Wir zu. Denn sie informieren die Menschen vor Ort darüber, was sie im Alltag betrifft. Was brauchen die Wilhelmsburgerinnen, um diese Art von Pressefreiheit in ihrem Stadtteil, um daran teilzuhaben? Darum soll es jetzt in den nächsten 90 Minuten gehen. Und die Menschen, die auch im Workshop schon teilgenommen haben, bekommen dann auch die Gelegenheit, ihre Themen hier vorzustellen. Und wir werden hier auf dem Podium auch ins Gespräch kommen. Und auf dem Podium begrüße ich, ich fange auch mal mit Sigrun an, weil du hier als Erste bei mir auf der Liste stehst. Sigrun Clausen ist Journalistin und Chefin vom Dienst vom Wilhelmsburger Inselrundblick. Jenny Domnick, mir gegenüber, hat Journalistik und Kommunikationswissenschaften studiert und ist ehrenamtliche Redakteurin beim Wilhelmsburger Inselrundblick. Neben mir sitzt Jutta Koczynski. Sie ist gebürtige Wilhelmsburgerin und politisch aktiv im Stadtteil, auch in der Hofa, und langjährige Wir-Leserin. Wir ist der Wilhelmsburger Inselrundblick. Timo Knorr lebt in Wilhelmsburg, ist freier Fotojournalist, unter anderem für die Zeit und für den Spiegel mit dem Schwerpunkt politischer Aktivismus. Er liest den Wir regelmäßig, vor allem seitdem der Wir online ist.
Sigrun, sag mal ganz welche Aufgaben hast du beim WIR? Wie bitte? Was machst du eigentlich beim WIR? Du bist Chefin vom Dienst, was bedeutet das denn? Also Chefin vom Dienst ist ja tatsächlich auch bei richtigen Zeitungen und so weiter so ein feststehender Begriff. Und das heißt eigentlich, dass man immer für die kommende Ausgabe in allen Zusammenhängen verantwortlich ist, also in den redaktionellen Zusammenhängen, also die Zusammenstellung der Themen, wer schreibt was, wer braucht vielleicht noch Unterstützung an der einen oder anderen Stelle, wie bringen wir das vernünftig in die Zeitung rein, wo fehlt vielleicht noch ein Bild. All solche Sachen, das macht ja eigentlich eine Chefin vom Dienst und das mache ich im Prinzip tatsächlich beim Inselrundblick auch. Und wie bist du überhaupt zum WIR gekommen, jetzt zu einem ehrenamtlichen Stadtteilmagazin? Was war da deine Motivation, jetzt auch so lange dabei zu bleiben? Also zum WIR gekommen bin ich tatsächlich jetzt auch schon vor 23 Jahren, nach Marianne bin ich jetzt das dienstälteste Mitglied hier. angefangen hat eigentlich alles mit einer Abschlussarbeit, die ich für eine journalistische Fortbildung schreiben musste. Und ich lebte damals auch schon hier auf Wilhelmsburg, war hierher gezogen und hatte mich entschieden, über die expressionistischen Bauten an der Fähringstraße zu schreiben und bin darüber in Kontakt mit einer Ur-Wilhelmsburgerin, also dem personifizierten Wilhelmsburg, nämlich Ulla Falke, gekommen. Also die Alt-WilhelmsburgerInnen hier kennen alle Ulla und Ulla hat mir praktisch Zugang verschafft tatsächlich noch zu zwei MieterInnen aus diesen Häusern aus ganz alten Zeiten und hat Kontakt zum Archiv des Ortsamts hergestellt und so weiter, damit ich über diese Häuser schreiben konnte. Und Ulla war eben gleichzeitig auch damals schon beim Wilhelmsburger Inselrundblick zugange. Und Ulla hatte immer so eine Art, Menschen für irgendwas hier auf Wilhelmsburg einzufangen und zu begeistern und hat dann mitgekriegt, oh ja, journalistische Fortbildung, Mensch, und wir bräuchten doch beim Inselrundblick jemanden und so. Und komm doch mal. Und ich hatte diese Zeitung, damals noch schwarz-weiß, DIN A4, auch schon oft gesehen im Stadtteil und fand die sowieso klasse. Und dann habe ich gesagt, oh toll, danke für die Einladung, dann komme ich doch mal. Und so bin ich zum Inselrundblick gekommen und habe dann am Anfang tatsächlich, das war ein zweijähriges Projekt, das vom Europäischen Sozialfonds gefördert war. Das haben wir Chancen genannt. Da ging es im weitesten Sinne um Bildung, Ausbildung, um die ganze Problematik von Jugendarbeitslosigkeit, aber auch Schulabbruch, sogenannte Bildungsferne. All diese Dinge waren da meine Themen und ich habe dann tatsächlich über ganz viele Bildungs- und Qualifizierungseinrichtungen geschrieben, habe auch natürlich immer wieder an Schulen auch mit Jugendlichen gesprochen oder habe über Schulprojekte geschrieben und all solche Dinge, die sich mit diesem ganzen Bereich beschäftigt haben. Und das war sozusagen mein Einstieg auch als freie Journalistin und auch mein Einstieg beim Inselrundblick. Und als das dann vorbei war, dieses Projekt, war für mich ganz klar, ich bleibe auf jeden Fall dabei. Ich habe mich da immer sehr, sehr wohl gefühlt. Und die Themen, die vor meiner Haustür liegen, haben mich auch schon immer interessiert. Also als Kulturanthropologin ist das von Haus aus auch so. Man interessiert sich eigentlich für die allerkleinsten Regungen und Zuckungen in unserer Kultur oder was zwischen Menschen oder politisch passiert, wirklich so im Kleinen, im Alltag auch. Und nach und nach kam es dann so, dass Axel Trappe, der damals sozusagen die Leitung hatte oder immer dieser Chef vom Dienst war, sich auch langsam zurückzog. Dann haben wir umgestellt auf ein neues Layout-Programm und ich war dann die Einzige, die das tatsächlich gelernt hat, das gut und flott zu bedienen. Und so langsam wurde ich dann zur Chefin vom Dienst. Und dass ich immer noch dabei bin, ich kann mir, glaube ich, ein Leben ohne Inselrundblick gar nicht so richtig vorstellen. Ich finde einfach, es ist auch passiert auch immer wieder was Neues. Es ist auch jetzt ganz anders, als das damals war. Und es macht immer noch Spaß und ich finde es auch immer noch eine Riesenherausforderung. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass ich an diesem Stadtteil sehr, sehr hänge. Das ist ganz klar. Und ich merke eben zunehmend oder auch durch unsere jetzt schon längere Kooperation mit Tide ist uns allen auch so ein bisschen bewusst geworden, dass wir wohl doch auch wirklich eine wichtige und auch gute Arbeit machen. Und seitdem fühlt sich das auch noch so ein bisschen
schöner an. So, erstmal. Dankeschön. Jenny, welche Aufgaben hast du denn beim WIR? Ziemlich vielfältige, würde ich sagen. Also zunächst mal ist es ja so, dass bei uns jeder und jede machen kann, was er oder sie möchte, wofür jemand ein Talent hat oder gern lernen möchte. Ich habe nur eine journalistische Vorqualifizierung, was überhaupt keine Voraussetzung ist. Das ist mehr oder weniger Zufall. Und bin erstmal zum Inselrundblick gekommen, weil ich wieder schreiben wollte. Und zwar freier von kommerziellen Zwängen. Was ja als freie Journalistin, ne, man hat ein Thema, aber es zu verkaufen ist eine andere Sache. Und bin sehr herzlich aufgenommen worden und habe auch ziemlich schnell gemerkt, so, okay, ich kann meine Themen umsetzen, da werden mir keine Steine in den Weg gelegt und habe dann wieder sehr viel Freude für den Journalismus zurückgewinnen können. Ja, und das ist vor allem ja, mein Schwerpunkt, aber mittlerweile auch sehr viel organisatorische Arbeit. Ich versuche, Zielgruppen so viel zu unterstützen, wie ich kann. Mit der Umsetzung, mit der Veröffentlichung unserer Artikel, mit Koordinierung der anderen Mitglieder. Und wir haben seit, ich glaube, jetzt 1,5, 2 Jahren einen Terminkalender eingeführt, wofür ich mich eingesetzt habe, weil ich finde, dass Wilhelmsburg und die Veddel es auch verdient haben, einen Überblick über die Veranstaltungen zu bekommen, die in ihrem eigenen Stadtteil stattfinden. Gab es das vorher nicht? So ein Überblick? Soweit ich weiß nicht. Es gibt vereinzelte Gruppen auf Social Media. Es gab wohl oder gibt auch eine Facebook-Gruppe. Es gibt verschiedene Telegram-Gruppen für verschiedene Zwecke. Es gibt hin und wieder Anzeigen in Anzeigenblättern. Aber was ich versuche, natürlich gehen uns trotzdem Veranstaltungen durch die Lappen. Aber was wir versuchen, ist eigentlich alle unkommerziellen oder sehr günstigen Veranstaltungen für alle Altersgruppen abzudecken. Und soweit ich weiß, gibt es das sonst nicht, nein. Dankeschön. Jutta, seit wann liest du eigentlich den Inselrundblick? Ja, ich lese den Inselrundblick, seit es ihn gibt. Also das ist einfach so. Ich habe zwar damals nicht hier in Wilhelmsburg gelebt, aber ich habe hier einen großen Freundes- und Bekanntenkreis und ich bin ja hier auch aufgewachsen auf dieser Insel. Und ja, dadurch, dass ich also auch gerade in den Nullerjahren sehr politisch sehr engagiert war, hier im Regionalausschuss auch, ja, war der Inselrundblick für mich eigentlich auch immer eine gute Informationsquelle, was denn immer so, ja, über was wird geredet, was wird berichtet, worüber, wofür interessieren sich Leute. Das war allerdings am Anfang wirklich verstärkt noch die Papierausgabe. Genau, denn der Wilhelmsburger Inselrundblick lag ja, ich sag mal, überall rum, ein bisschen salopp ausgedrückt. Wo hast du denn den Wilhelmsburger Inselrundblick entdeckt? Ja, wo habe ich ihn entdeckt? Ich schätze mal, dass ich ihn in der Honigfabrik entdeckt habe. Das ist einfach so der Ort, den ich in Wilhelmsburg in der Zeit eigentlich am häufigsten aufgesucht habe. Aber im Grunde genommen, ja, lag er wirklich überall rum. Also, ob man zum Bäcker gegangen ist. Entschuldigung, Hermann, er lag aus und er lag auch immer sehr prominent aus, sodass man gar nicht an ihm vorbeikommen konnte. Er lag auch im Wilhelmsburger Rathaus aus. Du liest den WIR ja jetzt schon sehr lange. Warum liest du ihn immer noch? Du wohnst ja jetzt auch gar nicht mehr in Wilhelmsburg, aber du liest ihn noch. Warum? Ja, ich möchte einfach informiert sein über die Themen, die in Wilhelmsburg bewegt werden, weil ja, das ist einfach ein Stück meiner Heimat. Und da habe ich dann auch ein ganz großes Interesse dran zu wissen, was wird hier diskutiert. Und ich habe ihn auch lange auch vor dem Hintergrund gelesen, dass ich auch für die Regionalpolitik wissen wollte, was brennt so einigen Leuten unter den Fingern. Nicht, dass man da sich auch wirklich interessiert und mitkriegt, wie werden manche Sachen auch diskutiert. Dankeschön. Timo, genau, du wirst dich jetzt nicht wundern, dass ich dich frage, seit wann du denn den WIR liest.
Nee, ich glaube nicht. Also tatsächlich erst seit 2020, seitdem ich hier auf der Insel wohne, weil ich da durch die Suchmietentauschengruppe drauf aufmerksam geworden bin. So, ich finde es durch die Suchmietentauschengruppe, also die Telegram-Gruppe. Es gibt so feste Institutionen, habe ich das Gefühl, hier in Wilhelmsburg, wie diese Telegram-Gruppe oder den Wilhelmsburger Inselrundblick, wo eigentlich alle Informationen durchlaufen. Und wenn es da nicht ist, dann weiß ich nicht, wie man es findet. Und 2020 war der Wir schon digital, oder? Oder hast du ihn noch als Printausgabe auch gelesen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich habe noch ein, zwei Ausgaben gehabt. Ja. Okay, und wie findest du, dass er jetzt digital nur noch digital ist? Ganz ehrlich, ich finde es besser. Aber einfach nur, weil ich faul bin, muss ich sagen. Also ich habe lange Zeit irgendwie Papierzeitschriften oder Wochenblätter immer abonniert, irgendwie die Taz versucht, die Zeit versucht, bin jetzt bei der Analyse und Kritik geblieben, weil die alle 3 Monate rauskommt, weil ich schaff's einfach nicht, muss ich sagen. Also ich schaff's kaum schon, meine ganzen anderen Quellen zu sortieren, und da fällt es mir dann leichter, auf eine Homepage zu gucken und einmal zu gucken, okay, was interessiert mich, was nicht, und dann zu sortieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und am Ende packe ich damit Weihnachtsgeschenke ein, wenn ich es halt nicht lese. Also das ist leider wahrscheinlich meine Generation, die da irgendwie anders gestrickt ist oder schnelleres Lesen, ich weiß es nicht, aber mich stört es nicht, dass es sie nicht mehr gibt. Ja. Du liest den Wir wahrscheinlich... Bitte? Weihnachtsgeschenke auch in der Analyse und Kritik. Na klar. Du liest ja den Wir, weil du in Wilhelmsburg wohnst, und hat das auch noch andere Gründe, weshalb du den Wir liest? Also du bist ja selber Fotojournalist mit Schwerpunkt politischer Aktivismus. Ja. Christo, benutzt du den Wir auch als Quelle? Ja, zum Beispiel jetzt aktuelles Thema, Entscheidung wegen des Hohlbraches, Soul Kitchen. So der Artikel, der jetzt im Wir war, der jetzt rausgekommen ist, ich wusste nicht, also ich hatte so Gerüchte gehört, was passiert da, und das mit Rewe, dass da jetzt irgendwie so ein Food Court kommen soll, das hatte ich mal gehört, aber das habe ich dann jetzt im Wir auch nochmal bestätigt gekriegt, so, und das sind halt so Sachen, es wabert immer irgendwie was durch den Stadtteil, und das bekomme ich dann irgendwie durch Freundinnen mit, aber genau, das mal schwarz auf weiß irgendwie gut recherchiert zu lesen, ist auch gut, also das hilft mir dann auch einfach mal zum Beispiel für die Demo morgen dann auch meine Berichterstattung irgendwie leichter schreiben zu können mit Quellen, dann Wir oder falls es noch größer berichtet wird, das auch. So, genau. Aber vieles wird halt nicht groß berichtet, und deswegen lese ich dann im Wir lieber solche Sachen. Zum Beispiel ganz anekdotische Sache oder so ganz banale Sache, der Steg bei dem Atelierhaus. So, wenn dann niemand mal nachfragen würde, was mit diesem Steg ist, also da geistern irgendwie so viele Sachen rum, warum der jetzt nicht weitergebaut wird, warum der schon wieder kaputt ist. Ja, weiß nicht. Und dann hatte Jenny mir mal erzählt, ja, hat sie da einfach mal angerufen, und es ist total ein Chaos und niemand weiß so richtig Bescheid. Und genau, aber das mal zu wissen, ist ja auch gut. So, wie lange ist der jetzt eigentlich gesperrt? Weil sonst gibt ja niemand irgendwie diese Informationen mal raus. Genau. Ja, jetzt ja. Ja, voll. Ja. Okay, danke dir. Gerne. Im Workshop habt ihr ja eure Themen mitgebracht. Wer hat Lust, sein Thema hier vielleicht mal vorzustellen? Von denen, die im Workshop waren. Ja? Hier, da mit dem Mikrofon, bitte. Du kannst hier vorne, genau. Kannst du aber auch mitnehmen. Ja, ist egal. Kannst du mitnehmen oder du kannst dich auch hierher stellen, weil ich glaube, die Kamera ist dahin eingerichtet. Ja, mir ist das Thema eben gerade ganz spontan eingefallen. Es ist allerdings ein Thema, was ich schon seitdem ich auf der Insel bin, mit mir rumtrage. Ich habe mich wegen der Einrichtung einer 30er-Zone im Vogelhüttendeich zwischen Georg-Wilhelm-Straße und Feringstraße, also Ecke Stübenplatz, damals mal in Verbindung gesetzt mit dem damaligen Verkehrssenator Andreas Rieckhoff, und bin da auf bestimmte Widerstände gestoßen, wie es natürlich immer so ist. Also im Wesentlichen war es die Hochbahn, die da Einsprüche hat, das zur 30er-Zone machen zu lassen. Und mir ist eben aufgefallen, dass die Straße viel zu eng ist, um da überhaupt 50 fahren zu dürfen. Wenn da ein Bus durchfährt, dann ist an beiden Seiten 50, vielleicht ein Meter Platz. Und das ist einfach viel zu wenig. Und da habe ich mir gedacht, heute Abend, weil es gab ja eine Novelle, ich glaube, der Straßenverkehrsordnung, beziehungsweise
Straßenverkehrsgesetz. Ich weiß nicht, ob... Und danach haben die Kommunen also deutlich mehr Einflussmöglichkeiten auf die Gestaltung von verkehrsberuhigten Zonen und Geschwindigkeitsbegrenzungen. Und ja, das ist mir einfach nur heute Abend aufgefallen und 10 Jahre altes Thema für mich. Damals hat es nicht geklappt, weil selbst die Polizei nicht durchgedrungen ist. Also nach Gesprächen mit Herrn Schwarz, der damals PK-Leiter war, ist deutlich geworden, dass selbst die Polizei, die diese Anregung auch umsetzen wollte, von der Hochbahn sozusagen verhindert wurde, dass das umgesetzt werden kann. Das nur kurz zu dem Thema. Da würde ich gerne zu schreiben und habe von dir dankenswerterweise Tipps gekriegt, wo ich da im Kernthema angreifen sollte. Ja, vielen Dank, genau. Möchte noch jemand sein Thema vorstellen? Genau, kommst du auch nach vorne? Ja, ich habe auch das Thema Verkehr als großes Thema gehabt. Bei mir war es ein bisschen allumfassender. Also mich stört halt die ganze Verkehrssituation hier, egal ob es der öffentliche Nahverkehr ist, ob es die Radwege sind, dass alles zugeparkt ist, dass wir schon alleine wegen der Klimakatastrophe einfach die Verkehrswende in Angriff nehmen müssen. Und ich umso mehr ich mich hier in das Thema vertiefe, umso mehr kriege ich mit, wie lange irgendwie die Mühlen hier dauern. Und dass so ganz aktuelle Sachen wie zum Beispiel Radwege, 2 kleine popelige Radwege, die hier im Bezirk entstehen sollen, sowas wie 10 Jahre Verwirklichungsdauer brauchen oder dass es endlich einen schlauen Vorschlag gibt, die U4 eventuell mit einer Straßenbahn weiterzuführen hier nach Wilhelmsburg, wo schon allein die Machbarkeitsstudie 10 Jahre dauern soll. Da ist immer noch nichts gebaut. So. Und ich frage mich einfach, wo bleibt hier die Verkehrswende? Ich glaube, gerade bei unserer Insellage sollte einfach klar sein, dass wir da mitmachen sollten. Vielen Dank. Auch ein spannendes Thema. Bist du denn auch im Inselrundblick das veröffentlichen oder willst du lieber TV oder Radio machen? Weißt du das schon? Also ich bin offen für alles, also gerne beides. Also ich kann mir gut vorstellen, das halt auf Videomaterial zu machen, weil man halt, glaube ich, so die Alltagssituation gut sehen kann. Kannst du ins Mikrofon, Entschuldigung. Könnte mir aber auch gut vorstellen, das halt schriftlich nochmal viel mehr mit Fakten zu unterfüttern. Also ich kann mir auch vorstellen, ein bisschen länger bei dem Thema dabei zu bleiben. Genau, und aber auch als TV oder Radio ginge vielleicht auch. Ja, sehr gerne. Also ja, gut, super. Ja. Wir bleiben in Kontakt, denn es ist ja möglich, die eigenen Themen entweder im Wilhelmsburger Inselrundblick dann zu veröffentlichen oder auch bei TIDE, wenn es dann um Radio oder TV geht, wenn gewünscht mit unserer redaktionellen Begleitung. Und das genau ist ja das Thema, denn alle sollen ja ihre Themen, die ihnen auf den Herzen bringen, dann auch wirklich umsetzen können und auch, dass die Themen veröffentlicht werden. Deshalb sitzen wir alle hier. Gibt es ein weiteres Thema? Ich wollte nur ganz kurz sagen, Redaktionssitzung beim Inselrundblick, mittwochs 16 Uhr, hier oben im 2. Stock. Bist herzlich willkommen. Du müsstest ins Mikrofon sprechen. Wir zeichnen das ja jetzt hier für TIDE auch auf. Deshalb ist es wichtig, dass wir ins Mikrofon sprechen. Ja, moin moin, mein Name ist Heinz Hanack. Ich komme aus einem ganz anderen Stadtteil, nämlich aus Bergstedt. Falls ihr nicht wisst, wo das ist, also nicht an der Ostsee, ist mir schon gesagt worden, sondern das ist zwischen Volksdorf und Ohlstedt. Aber meine Frage bezog sich im Grunde genommen hier auf Wilhelmsburg. Nämlich die Frage der U-Bahn-Anbindung. Wir haben ja bislang die Anbindung der S-Bahn vom Hauptbahnhof über Elbbrücken, Vettel, Wilhelmsburg in den Süden rein halt eben. Aber für mich stellt sich schon seit langem die Frage, wie ist denn das eigentlich geplant mit der U-Bahn? Die geht ja jetzt bis Elbbrücken, dann ist Feierabend, dann ist die Nordelbe da. Dann geht das wohl über den Grasbrook. Ja, und dann, wie geht das weiter? Wo soll das Ganze hinführen? Wir haben ja hier, soweit ich das
als ehemaliger Taxifahrer weiß, wir haben ja da hinten ein reines Industriegebiet im Grunde genommen. Nur noch vereinzelt wohnt da oder haust da jemand. Also ich weiß da auch nicht mehr weiter und stelle mir die Frage im Grunde genommen hier an euch, an die Verantwortlichen, die es im Senat gibt. Ich wende mich mal an euch, die ihr ja hier auch im Insel in der Zeitschrift tätig seid. Wie soll der Weg weitergehen, dieser U-Bahn-Haltestellen? Das wäre eine Frage für einen Artikel. Vielen Dank. Sache an euch. Danke, danke. Gibt es noch ein Thema? Sigrid, du hast ja vorhin die Zettel eingesammelt, wo wir die Themen gesammelt haben. Hattest du noch was da drauf stehen? Ja, wir haben hier noch aus der Redaktion des Wilhelmsburger Inselrundblicks. Einer unserer Kollegen hat mit einem Bekannten gesprochen und der hat ihm erzählt, der fährt jeden Tag auf der Veloroute Nummer 10 nach Norderstedt und die führt halt hier über unsere Insel und diese Veloroute sei in einem katastrophalen Zustand. Schlaglöcher, kurzfristig abbrechende Veloroute und so weiter. Und da sind wir dann auf die Idee gekommen, sowieso mal grundsätzlich über die Radwegesituation auch auf der Insel etwas zu machen. Also das Verkehrsthema ist wirklich, glaube ich, an allen Tischen aufgetaucht. Das beschäftigt uns hier wirklich so dermaßen in allen Verästelungen, die es da so gibt. Genau. Radwege stehen hier aber jetzt schon als Unterpunkt von der Verkehrswende. Und dann ist hier noch ein Thema, warum eigentlich zurzeit die Busse der Linie 13 mit ohrenbetäubendem Getöse fahren. Okay, sind die lauter als sonst? Ist es das? Ja, genau. Also kurzum, das ist einerseits Verkehr, andererseits hat das aber auch was mit Lärmbelästigung zu tun. Und die Frage ist natürlich, kann man nicht auch Busse irgendwie schalldämmen? Da würde ich jetzt sofort denken, naja, so ein blöder Dieselmotor muss ja sowieso eigentlich überhaupt nicht mehr sein. Und Elektrobusse werden natürlich oder Wasserstoffbusse werden natürlich viel leiser. Gut, werden wir sehen. Ja, dann nochmal Verkehr. Und zwar ging es um die A26 Ost, der Autobahnabschnitt, der ja auch über Wilhelmsburg führen wird. Und da gab es auch ganz konkrete Fragen zu, was passiert nämlich dann mit dem Kinderbauernhof in Kirchdorf Süd? Wie groß wird denn dieses Autobahnkreuz neben Kirchdorf Süd? Und auch die Frage, ob das mit den Kosten überhaupt noch in irgendeiner Form zu finanzieren ist, diese immense Kostensteigerung der ganzen Geschichte. Und auch, ob das denn überhaupt noch irgendeinen Nutzen hat, so einen riesigen Autobahnabschnitt neu zu bauen. Das ist ein Thema, was ja tatsächlich stadtweit ganz gut in den Medien ist, immer mal wieder. Und wir versuchen das natürlich hier auch immer wieder aufzugreifen. Wir haben ja auch regelrechte ExpertInnen für diese Geschichte auf der Insel und auch in der Redaktion. Trotzdem, ja, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Und wir freuen uns immer sehr, sehr über kompetente Kommentare, Anregungen und so weiter, auch gerade zu diesem Thema. Dann gab es auch noch die Idee, doch mal was Positives zu schreiben, und zwar über die Honigfabrik, und zwar über das, also Auslöser war die Qigong-Gruppe, die es hier oben schon ganz, ganz lange gibt. Und daraus abgeleitet einfach dieses Gefühl, dass die Honigfabrik eigentlich ganz toll in die ganze Nachbarschaft eingebunden ist, dass das soziale Miteinander, die Aufmerksamkeit miteinander, das, was hier sonst so passiert, dass das was sehr Wertvolles und Schönes und Berichtenswertes sei, dass es tolle Angebote hier gibt und dass es einfach auch so einen, also sowas wie die Honigfabrik, so habe ich das verstanden, auch einen sozialen Aspekt einfach hat. Man kann hier Menschen treffen, man lernt sich kennen, wenn man lange an einem Kurs teilnimmt, man geht freundlich miteinander um und so weiter. Das war also auch eine Anregung. Das finde ich auch sehr schön, dass wir grundsätzlich so über die Einrichtungen und Treffpunkte und Orte in unserem Stadtteil natürlich auch immer wieder schreiben könnten, wenn wir denn auch die Kapazitäten hätten.
Und wir hoffen jetzt ganz doll, dass die Herrschaften, die das eingebracht haben, uns zumindest mal Fotos und ein paar Stichpunkte liefern, damit wir vielleicht eine schöne Geschichte daraus machen können. Dann war auch noch die Frage Wiederverkehr. Was ist eigentlich mit der Fußgängerbrücke über die Dove Elbe? Diese Brücke ist ja seit knapp 2 Jahren irgendwie kaputt. Man kann da nicht rübergehen. Wir haben darüber auch schon berichtet. Es tut sich immer wieder irgendwie gar nichts. Mittlerweile wird nicht mal mehr ein Jahr angekündigt. Da steht irgendwie nur bis Juni ist es hier gesperrt, aber nicht bis Juni wann. Genau, da gibt es eben auch ganz konkrete Auswirkungen. Zum Beispiel können die Kinder, die darüber gehen müssen, nicht mehr einfach zur Schule gehen. Also die haben jetzt einen Umweg, wenn sie auf ihrem Schulweg, und das sind Grundschüler, also kleine Kinder, die man einfach auch noch nicht so ganz weit rumjagen kann über die großen Straßen. Und es trifft sich dann auch wieder mit dem Thema Veloroute 10, weil nämlich die Veloroute 10 eigentlich auch dort rüberführt. Und durch diese Sperrung muss man jetzt einen riesen Umweg irgendwie über die Veddel fahren, wenn man mit der Velo auf der Veloroute 10 Richtung Stadt fahren möchte. Also da treffen sich dann sogar diese beiden Themen. Ja, also Verkehr, wie gesagt, in allen Aspekten scheint immer wieder ein wichtiges Thema zu sein. Und das ist ja auch tatsächlich was wirklich vor unserer Haustür. Da liegen die Straßen, die Fahrradwege, die Brücken, alles. Ist ja kein Wunder. Genau, mehr habe ich jetzt hier, glaube ich, nicht. Ich finde das schon richtig viel für einen Workshop, der 1,5 Stunden gedauert hat. Du hast vorhin von Kapazitäten gesprochen und ich kann es gar nicht oft genug betonen, dass ihr ja ehrenamtlich arbeitet. Und das heißt auch, dass die meisten RedakteurInnen vom Inselrundblick keinen Presseausweis haben. Denn den bundeseinheitlichen Presseausweis bekommen nur JournalistInnen, die nachweislich hauptberuflich Journalismus betreiben, also damit auch ihren Lebensunterhalt verdienen. Und ich glaube, außer Sigrun, denn du arbeitest ja auch noch als freie Journalistin, hat keiner in der Redaktion einen Presseausweis. Und jetzt mal die Frage an dich, Jenny. Erschwert es eigentlich deine Recherche, weil du keinen Presseausweis vorweisen kannst im Fall des Falles? Das würde ich so pauschal nicht sagen. Bin zwar ein bisschen älter als Timo, aber auch digital aufgewachsen und ich muss sagen, ich finde so gut wie alles im Netz oder durch Kontakte. Ich wohne ja auch schon jetzt 10 Jahre hier auf der Insel und bin auch engagiert und aktiv und weiß, mit wem ich sprechen muss. Es wird immer dann komplizierter und schwieriger, wenn ich mit Behörden zu tun habe. Ob das jetzt daran liegt, dass wir ein Non-Profit-Stadtteil-Projekt sind oder daran, dass ich persönlich keinen Presseausweis habe, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur die Auswirkungen sehen, dass es oft sehr lange dauert, bis wir Antworten erhalten, teilweise keine Antworten erhalten oder auch weiterverwiesen werden. Und es würde für mich persönlich ein anderes Sicherheitsgefühl bedeuten, wenn ich draußen unterwegs bin. Und zwar immer dann, wenn es eben nicht unproblematische Themen sind, wenn zum Beispiel die Polizei involviert ist bei Demonstrationen und so weiter, wird es schwierig nachzuweisen, dass ich eben keine Demonstrantin bin, sondern Journalistin. Das hat auch mit Fotoveröffentlichungsrechten zu tun, aber auch eben mit Maßnahmen, wo darf ich stehen, wen darf ich fotografieren, worüber darf ich berichten, wen muss ich verpixeln, etc. Und würde eben zu meinem Sicherheitsgefühl einfach beitragen, mich da professionell ausweisen zu können. Da gibt es aber sehr rigide Regeln, um diesen Ausweis zu bekommen. Du hast es ja eben schon angerissen. Ich müsste hauptamtlich journalistisch arbeiten. Ich müsste auch so und so viel Artikel veröffentlichen. Ich müsste so und so viel Geld damit verdienen. Das ist bei uns so nicht machbar, nicht abbildbar. Ja. Vielen Dank. Timo, du stellst ja Jenny manchmal Bildmaterial zur Verfügung. Warum ist das denn überhaupt nötig? Ja, wie gesagt, also mein Schwerpunkt ist ja Aktivismus, gerade Demonstrationen hier in Hamburg mache ich viel. Und Jenny fragt mich dann manchmal so, hey, kann ich 1, 2 Bilder haben? Und das stelle ich dann zur Verfügung, spende ich sozusagen. Genau, weil ich habe einen Presseausweis. Als Fotojournalist ist es tatsächlich
nicht relativ einfach, aber es ist, glaube ich, leichter, weil ich nur hauptberuflich das nachweisen muss, jetzt aber keine Artikelzahl zum Beispiel angeben muss, sondern ich muss halt einfach nur einen Gehaltsnachweis den schicken. War jetzt auch nicht leicht, den zu kriegen, aber es hat irgendwie funktioniert. Und klar, also ich vertraue auf das Ding. So, ich habe das dann auch immer sichtbar und ich weiß, dass die Polizei mir damit nichts kann. So, also ich habe auch schon nicht so schöne Erfahrungen gehabt, wo es mir trotzdem nichts gebracht hat und wo ich auch stigmatisiert wurde aufgrund meines Aussehens. Aber genau, das hat mich schon in einigen Situationen sehr doll gerettet, dieses Stück Plastik. Und deswegen finde ich eigentlich alle, die ernsthaft journalistisch arbeiten, brauchen einen Presseausweis. So. Und genau, also ich weiß nicht, wie es anders gehen soll, gerade wenn Repressionen halt auch gegen Menschen gemacht werden, die keinen haben. So hat man ja auch ganz oft schon gesehen irgendwie in Social Media. Genau. Und ist das dann so, dass du Jenny dann Bildmaterial zur Verfügung stellst, wenn Jenny nicht an einen bestimmten Ort rangekommen ist, weil sie keinen Presseausweis hat? Nee, so würde ich es nicht sagen. Also es ist eher so, hey, hast du Bilder von der Demo oder von dem und dem? Und dann, genau, wenn das gerade passt, dann stelle ich das zur Verfügung. Genau. Ich würde schon sagen, dass ich teilweise mich nicht traue, so ganz so nah ranzugehen wie Timo. Ohne Ausweis. Und wenn ich bestimmte Bilder brauche und ich weiß, dass er da bei Ihnen halt fragen kann. Ja. Also, und manchmal ist es auch einfach schwierig. Wir sind ja oft auch, wir haben ja kein großes professionelles Team hinter uns. Ne? Ich habe jetzt nicht irgendwie einen Redakteur, eine Redakteurin, jemand, der filmt oder Fotos macht und noch jemand, der Ton aufnimmt. Ich bin oft alleine unterwegs. Und es ist einfach gut, sich zu kennen und zu wissen, wenn ich jemand sehe, der da ist, hey, sich auch, wie soll ich sagen, Aufgaben aufzuteilen. Ne? Ich kann, vielleicht habe ich Infos und Timo hilft mir mit den Fotos und so vernetzt man sich dann und hilft sich gegenseitig. Ja. Sigrun, findest du das ehrenamtliche RedakteurInnen, JournalistInnen einen Presseausweis verdient hätten? Also ich finde auf jeden Fall, dass sie einen bekommen sollten und ich finde, die müssen den auch gar nicht verdienen. Ich finde, das haben ja Jenny und Timo jetzt schon super dargestellt, wie da die Zusammenhänge sind. Und ja, ich wüsste jetzt nicht, warum der ehrenamtliche Journalismus, warum eine ehrenamtliche Berichterstattung nicht, also warum die irgendwie schlechter ist und nur weil damit kein Geld verdient wird, deswegen ist sie ja in der Qualität und vom Wert her genauso groß oder vielleicht manchmal sogar größer als manch professionell bezahlter Journalismus. Insofern finde ich natürlich, wäre das gut, wenn alle in der Redaktion einen Presseausweis hätten. Also einfach auch grundsätzlich so, ja. Ja, kommen wir nochmal auf das Thema Finanzierung. Ein großes Thema. Die Wir-Redaktion arbeitet ja ehrenamtlich und nur du, Sigrun, bekommst ja ein kleines Honorar. Was für Kosten laufen denn da überhaupt im Monat auf? Wie finanziert der Wir sich denn? Ja, schade, dass Klaus jetzt nicht da ist. Er könnte das natürlich viel differenzierter auseinandertüdeln. Also grundsätzlich ist es so genau, es geht tatsächlich um mein Honorar. Dann haben wir die Büromiete. Also auch wenn wir hier in der Honigfabrik wirklich zu sehr, sehr tollen Konditionen unterkommen konnten, trotzdem zahlen wir natürlich Miete für dieses Büro. Dann müssen wir tatsächlich eine Steuerberaterin beschäftigen und das sind keine ganz kleinen Honorare, die da wiederum anfallen. Wir haben ja einfach Bürokosten so, also Material und so weiter. Und es geht natürlich manchmal auch um wirklich große Anschaffungen, neue Computer oder eben auch bestimmte Programme, die man einfach auch kaufen muss. Wir müssen auch Gebühren bezahlen. Wir müssen natürlich den Provider im Internet bezahlen, wo das WordPress, also wo die Zeitung drüber läuft. Also das sind auch Kosten, die da zusammenkommen. Fällt dir noch was ein? Genau. Ja, wir haben auch eine Administratorin, eine externe, die wir bezahlen müssen. Wir sind ja alle keine Programmierer oder WebdesignerInnen. Genau, und das lassen wir von einer externen Kraft machen, die selbstverständlich auch ein Gehalt hat. Oh, das kommt auch noch dazu. Und wie finanziert ihr das Ganze? Also wir finanzieren das im Grunde genommen durch Anzeigen.
Und die Mitgliedsbeiträge, also wir sind ja ein Verein, der Wilhelmsburger Inselrundblick e.V. Genau, das sind eigentlich die beiden Einnahmequellen, die wir überhaupt so haben. Und Fördermitgliedschaft und Spenden. Genau, also wir versuchen eben im Moment auch wieder akuter Spenden einfach zu bekommen oder eben sogenannte Fördermitgliedschaften. Ja, aber es ist eben sehr selten, dass wir tatsächlich mal von, also wir kommen schon manchmal auch an öffentliche Töpfe ran. Das geht aber immer nur für Material. Das geht halt nie, also die zahlen halt nie für Honorare oder irgendwie Arbeitsstunden oder sowas. Also wir können im Moment, was ich wirklich schlimm finde, und es, wir können noch nicht mal eine vernünftige Ehrenamtspauschale zum Beispiel Menschen bezahlen oder die Fahrtkosten, die manche von uns haben, um überhaupt zur Redaktionssitzung zu kommen. So solche, das sind vielleicht Kleinigkeiten, aber ich finde es trotzdem, es wäre so wichtig, dass wir wenigstens das könnten. Das können wir aber alles nicht. Das heißt, wenn eine KI die Artikel schreiben würde, dann würde sie bezahlt werden, weil das eine Maschine ist. Geht's mal überspitzt. Nein. Das ist ja jetzt interessant. Ja, anderes Thema. Jutta, du warst ja für die Grünen lange Mitglied in der Bezirksversammlung Mitte. Wurde und wird da denn überhaupt auch so die Finanzierung des WIR debattiert, diskutiert, wird darüber gesprochen? Also ich erinnere mich schon an einige Male, dass ihr einen Antrag gestellt habt, natürlich, um die Druckkosten dann erstattet zu bekommen. Ich kann aber hier auch sagen, dass das ein sehr zähes Ringen jedes Mal war. Also ich will jetzt keine einzelnen Parteien nennen, wie die sich da verhalten haben, aber es gibt eine große Partei, die da immer sehr verhalten war, sage ich mal. Letzten Endes, glaube ich, hat die Bezirksversammlung euch da dann helfen können, aber das war leider, muss ich wirklich zu meinem Leidwesen sagen, nie ein Selbstgänger. Warum? Ja, da habe ich mich das auch gefragt, weil ich auch eben der Meinung bin, dass also eine ehrenamtliche Tätigkeit gefördert werden soll. Ehrenamtliche Tätigkeiten müssen meiner Meinung nach, und da hat eine Bezirksversammlung, da haben die Ausschüsse in der Bezirksversammlung auch Möglichkeiten und Mittel für, muss, finde ich, gefördert werden. Wenn es eben wirklich so eine Auswirkung hat, wie die WIR, eine Zeitung, die eben wirklich einen ganzen Stadtteil, also ich meine, hier leben über 50.000 Menschen. Wenn man Viertel noch dazu nimmt, ist man bei über 55.000. Das ist in anderen Bundesländern ist das eine Kleinstadt. Nicht? Also man muss das mal so wirklich auch mal so im Vergleich zueinander sehen. Und dass da so die politischen Gremien so verhalten sind und ja, ich sage das jetzt mal so ganz platt, es hat was damit zu tun, wen man mag und wen man nicht mag. Sorry, wenn ich das so sage. Jutta, du kannst das Mikrofon gleich in der Hand behalten. Und zwar, die Beiträge sind ja alle kostenlos. Ihr habt ja keine Bezahlschranke oder sowas. Würdest du denn zum Beispiel sagen, ja, ich zahle jetzt für den WIR auch? Also ich bin ja erstens mal Vereinsmitglied, das heißt also ich zahle einen Mini-Beitrag. Ich habe jetzt aber, wir hatten da ja drüber gesprochen vorher und ich habe auch gerade mit Hermann nochmal gesprochen, ich würde den jetzt auch ein bisschen erhöhen mögen. Der WIR ist mir da schon etwas wert, zumal ja eben auch dass er jetzt digital vorliegt, er für mich als jemand, die nicht permanent in Wilhelmsburg unterwegs ist, natürlich auch viel greifbarer ist und viel besser lesbar ist. Hat ihr sowas mal angedacht, sowas wie eine Bezahlschranke oder sowas einzuführen? Natürlich haben wir darüber gesprochen, aber wir sind da einhelliger Meinung, dass wir eine Bezahlschranke nicht wollen. Wir wollen ja gerade von allen für alle da sein. Wir wollen, dass alle Menschen, egal woher sie kommen oder welches Einkommen sie haben oder welche Voraussetzungen sie haben,
sich über Dinge informieren können, die bei ihnen vor der Tür passieren. Das ist unser Anspruch. Natürlich müssen wir gucken, wie wir uns finanzieren. Und da war auch dieses Jahr gerade wieder, ne, schon angesprochen, Klaus, unser toller Finanzmensch, ist heute nicht da, aber hat uns angemahnt, wenn wir so weitermachen, ne, dann sind wir Ende des Jahres pleite. Und das war Mitte des Jahres. So, also so knapp ist es gestrickt, um es mal so zu sagen. Die Anzeigenauflagen gehen zurück. Das geht nicht nur uns so. Das ist ein allgemeines Phänomen im Lokaljournalismus, die ja Jahrzehnte quasi nur von Anzeigen gelebt haben. Wenn ich heute ein Fahrrad kaufen will, dann gucke ich nicht mehr in die Lokalzeitung oder jemanden kennenlernen möchte. Das läuft alles online. Und die lokalen Gewerbe haben durch die Inflation und durch Corona gelitten und haben ihre Stammkundschaft. Ja. Und Menschen im Internet sind daran gewöhnt, für die Inhalte nicht zahlen zu müssen im Großen und Ganzen und werden das nicht auf einmal tun, nur weil wir eine Bezahlschranke einführen. Insofern haben wir überlegt, was können wir noch machen? Wie können wir Menschen motivieren, zu spenden. Und wenn es 20 Cent für einen Artikel sind und jeder wird das machen, wir haben, was hat Marianne vorhin gesagt, ich glaube in 3 Monaten 180.000 Klicks. Wenn da jeder irgendwie 20 Cent bezahlen würde, hätten wir kein Problem mehr. Dann könnten wir auch Ehrenamtspauschalen zahlen, dann könnten wir auch Gehälter zahlen. Dann wären wir immer noch Non-Profit, ne? Weil es geht nicht um Gewinne, wir würden alles wieder in den Betrieb stecken. Das wird uns enorm erschwert, da wir keine Gemeinnützigkeit bekommen. Ich weiß nicht, ob du das noch später ansprechen möchtest. Wir sind gerade bei den Themen. Okay. Ich habe hier gerade das genau, das ist das nächste Stichwort. Also bitte fahre fort. Ja, wie ich erfahren habe, haben Mitglieder des WIR schon in früheren Jahren immer wieder probiert, die Gemeinnützigkeit zu bekommen. Das läuft übers Finanzamt und haben sie nicht erhalten mit verschiedenen Begründungen. Und ich wollte das dieses Jahr nochmal versuchen und habe mich da näher reingelesen. Es gibt eben einen Katalog von Gemeinnützigkeitsgründen im Gesetz, im Gemeinnützigkeitsgesetz, ein bestimmter Paragraph, in dem Journalismus nicht explizit aufgeführt ist. Es hat sicherlich auch den richtigen Grund, Journalismus und Staat voneinander trennen zu wollen, und ja auch den Hintergrund, dass die meisten journalistischen Medien eben kommerziell arbeiten und dadurch es nicht gerechtfertigt wäre, wenn sie steuerlich begünstigt würden. Das hat aber nichts mit Non-Profit-Journalismus zu tun. Und gerade die Lücke, die wir vorhin schon besprochen haben, die im Lokaljournalismus entsteht, kann meiner Meinung nach nur mit Non-Profit-Journalismus gefüllt werden, wenn man nicht weiter auf Anzeigen angewiesen sein will. Es gibt eine große Kampagne, die sich dafür einsetzt, dass es als Gemeinnützigkeitsgrund anerkannt wird. Das ist das Forum gemeinnütziger Journalismus. Es gibt auch verschiedene PolitikerInnen, die sich für das Thema einsetzen. Verschiedene Medienkollektive wie Netzpolitik.org oder Korrektiv ist ja gerade sehr bekannt geworden. Die sind auch alle Mitglied in diesem Forum. Es scheitert leider immer wieder in der Politik. Gerade, ich glaube, vorletzte Woche, es sollte unter den Gemeinnützigkeitsgrund Bildung mitfallen, ist abgelehnt worden, am Widerstand einiger Bundesländer gescheitert. Jetzt gibt es am 7. November nochmal einen Gesetzesentwurf, der eingebracht wird, um Journalismus als eigenständigen Gemeinnützigkeitsgrund einzubringen. Ich habe leider wenig Hoffnung, es sind immer dieselben, an denen scheitert. Wünschen würde ich es mir sehr. Für uns würde das bedeuten, wir können zum Beispiel bei Stiftungen Gelder einwerben. Ist nicht möglich ohne Gemeinnützigkeit. Wir können eine Spendenplattform zum Beispiel, was hatten wir, Better Place oder sowas benutzen, um Spendenkampagnen zu fahren. Geht nicht. Wir sind nicht gemeinnützig. Wir können nicht mal einen Bezahldienst wie PayPal benutzen für Spenden, ohne zu zahlen, weil wir nicht gemeinnützig sind. Ja, das ist alles ausgerichtet auf Unternehmen, die Geld verdienen und die bitteschön auch zahlen sollen. Aber wir verdienen kein Geld. Das ist im Moment unser Problem. Wir appellieren einfach an alle, denen der Inselrundblick wichtig ist und am Herzen liegt, ganz oldschool Betrag X als Unterstützung auf unser Konto zu überweisen. Das hilft uns erstmal, bis es hoffentlich weitergeht mit der Gemeinnützigkeit. Aber spenden geht ja. Also könnte ich jetzt als Privatperson spenden und würde eine Spendenquittung von euch bekommen? Wir dürfen keine Spendenquittung auszahlen. Es ist ein freiwilliger Unterstützungsbeitrag. Also Spenden ist vielleicht juristisch nicht ganz korrekt. Okay. Das hat auch wieder mit der Gemeinnützigkeit. Richtig. Die ihr ja immer noch nicht habt. Richtig. Okay. Jutta, vielleicht hast du mal einen Blick ins Wahlprogramm der Grünen oder so geworfen, jetzt zur Bürgerschaftswahl. Steht da denn irgendwas zum Thema Journalismus und Gemeinnützigkeit? Nein. Also wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen und ich habe dann gesagt, so jetzt gucke ich wirklich nochmal nach.
Ich habe wirklich, also hier auf Bürgerschaftsebene, also auf Hamburger Ebene, leider nichts direkt dazu gefunden. Also das, ja, ich kann noch mal versuchen, einige Abgeordnete anzusprechen, aber also direkt im Wahlprogramm ist, soweit ich weiß, nichts. Es war auf Bundesebene vorgesehen, für diese Legislaturperiode das Gemeinnützigkeitsgesetz zu ändern. Ist leider bisher nicht geschehen. Ja, es ist ja im Juli, glaube ich, also im Sommer dieses Jahres, gab es ja einen Kabinettbeschluss. Da weißt du wahrscheinlich besser Bescheid als ich, Jenny. Sag mal, bitte. Ja, es war vorgesehen, darüber zu sprechen und einen Beschluss zu fällen. Wie gesagt, der ist abgelehnt worden. Der erste, also das war ein Entwurf, der abgelehnt wurde. Daraufhin gab es jetzt vor, ich glaube, 2 Wochen oder 3 Wochen den Versuch, es quasi hintenrum ins Gemeinnützigkeitsrecht zu bringen, indem Journalismus als Bildung, Förderung der Bildung anerkannt werden könnte. Das wäre dann immer noch auf Gutdünken der jeweiligen SachbearbeiterInnen im Finanzamt gewesen, aber es hätte eine Möglichkeit gegeben, ist auch abgelehnt worden. Jetzt wird nochmal ein Gesetzesentwurf, wie gesagt, zur expliziten Benennung eingebracht. Ich habe gerade nicht auf dem Zettel von wem. Da schon der indirekte Weg abgelehnt wurde, bezweifle ich, dass es durchkommt. Ich verstehe die Beweggründe dahinter nicht ganz. Ich weiß, dass einige Medienhäuser dagegen sind, weil sie Konkurrenz befürchten, die bevorteilt würde. Wie gesagt, kann man gar nicht miteinander vergleichen, aber mehr dazu, weil ich weiß nicht, ob da andere Hintergründe wissen, warum der politische Widerstand da so groß ist, das kann ich nicht sagen. Dankeschön. Ja, aber ins Mikrofon bitte. Dann sehr gerne. Nee, das geht, weil wir das aufzeichnen, dann würden dich unsere Fernsehzuschauenden dann doch nicht verstehen, deshalb. Ja, für eine ganz kurze Frage, extra aufstehen, aber mache ich doch gerne. Frage, wie weit bekommt ihr Unterstützung bei diesem Gesetzesentwurf oder wie stark ist da Verdi involviert? Wie stehen die dazu? Wisst ihr das? Früher bei EG Medien gab es den Presseausweis relativ einfach. Also das sind ja jetzt ja schon nochmal 2 Sachen natürlich. Also ich bin Mitglied bei Verdi und ich kriege über die DJU, das ist ja die Journalistenunion in Verdi, kriege ich meinen Presseausweis, eben nicht über den DJV, den Deutschen Journalistinnenverband. Und ich weiß auch, dass der DJV sich ziemlich klar dagegen positioniert, dass eben auch Ehrenamtliche oder Non-Profit-JournalistInnen einen Presseausweis bekommen. Ich denke, das liegt auch daran, dass die tatsächlich ziemlich viel Geld dafür bekommen, dass sie diese Ausweise ausstellen. Da würden einfach Pfründe verloren gehen. Mit der Gemeinnützigkeit muss ich tatsächlich sagen, ist mir jetzt nichts untergekommen, also auch jetzt mit dieser neuen Initiative und so weiter von in dem Newsletter und so weiter, den ich immer kriege von Verdi, also von der Medienabteilung. Da kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass das im Moment aufgegriffen wurde. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ja, müsste ich vielleicht mal einbringen, wenn ich mal wieder zu einem dieser Stammtische hingehen würde. Genau. Was mir noch einfällt zu dem ganzen Thema ist tatsächlich, momentan gibt es da auch wieder so eine Kampagne, schreib deinem Abgeordneten. Das wäre für uns hier, für Wilhelmsburg, Metin Hack-Verdi im Bundestag. Und da kann man eben genau nochmal sich auch über diese Frage der Gemeinnützigkeit und warum denn um Gottes Willen das immer wieder abgelehnt wird und so weiter, kann man also sich beteiligen an dieser Kampagne, schreib an deinen Abgeordneten. Ja, wolltest du? Ich wollte nur ergänzen, es läuft auch, wie viel das bringt, weiß ich nicht, es läuft auch eine Petition oder eine Unterschriftensammlung über die Plattform Init zur Anerkennung von Non-Profit-Journalismus als gemeinnützig. Timo, du bist ja auch Journalist und ich weiß, dass Gegner und Gegnerinnen der Anerkennung des Journalismus als gemeinnützig da folgendes Argument bringen, dass eben Staat und Journalismus nicht verbandelt sein sollen. Und wie stehst du denn dazu? Mit der Gemeinnützigkeit?
dann ja, mal sehen. Also ne, Journalismus als Gemeinnützigkeitskriterium. Ich habe da jetzt mir sehr viel Gedanken drum gemacht. Ich glaube, für mich ist gar kein Problem, dass auch Non-Profit Blätter wie der Wir zum Beispiel gemeinnützig ist, also der Verein, der dahinter ist. Ich glaube einfach nur, dass das Gesetz schlauer gemacht werden muss, als so reinzuschreiben, das ist jetzt ein Gemeinnützigkeitsgrund, Journalismus, sondern dass es nicht angreifbar gemacht werden kann, weil eine Gemeinnützigkeit, das bekomme ich durch andere, also ich war Vorstand mal in einem anderen gemeinnützigen Verein und in unserem Umkreis haben halt auch durch kleine Anfragen Vereine ihre Gemeinnützigkeit verloren, weil du dich als gemeinnütziger Verein nicht politisch äußern darfst. So, und das hilft halt nichts, wenn man Journalismus im Gemeinnützigkeitszweck drin hat, dann ist es schön und gut, aber wenn zum Beispiel jetzt, ganz profanes Beispiel, jetzt hier in Wilmsburg wieder ein Artikel oder im Wir, was gegen zum Beispiel Frau Jordans von der AfD geschrieben wird und die dann eine kleine Anfrage stellt in der Bezirks- oder wo man auch immer eine kleine Anfrage stellt, genau, dann war es das mit der Gemeinnützigkeit. So. Naja gut, aber im Journalismus ist es ja so, du unterscheidest ja zwischen informativen Beiträgen und Meinungsbeiträgen. Und es kann ja ein informativer, ausgewogener Bericht sein und ein Kommentar ist doch eigentlich legitim, oder? Ich bin nicht jetzt professionell juristisch, also ich habe kein, also es ist Halbwissen wirklich. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass es denen dann egal ist, den Menschen, die sich vielleicht ins polemisch gesagt, ans Bein gepinkelt gefühlt haben, so dass sie dann mit einer kleinen Anfrage trotzdem die irgendwie ein Schlupfloch suchen. Also ich habe da ein bisschen Angst, dass es den, also dass das nicht geschützt werden kann, die Gemeinnützigkeit, weil die ist schneller weg, als man denkt. Also wir haben die auch mal verloren und sie nur ganz, ganz schwierig wieder gekriegt und da hängt echt viel dran in der Gemeinnützigkeit. Deswegen, genau, also ich sehe das als großes Problem an oder da müsste, und wenn es schon so schwer ist, das halt da reinzubringen, dann glaube ich nicht, dass die PolitikerInnen da irgendwie so weit auch denken. Mal ganz böse gesagt. Ich gebe dir völlig recht. Ich würde nur ergänzen, dass das eigentliche Problem ja dann nicht die Anerkennung der Gemeinnützigkeit des Journalismus ist, sondern dass es wieder ein weiteres Problem, dass gemeinnützige Vereine sich im Moment nicht politisch betätigen dürfen. Und das ist genau der Hebel, wo rechte und populistische Kräfte gerade ansetzen, um Vereinen, die sich für ein Gemeinwohl orientieren, die Gemeinnützigkeit wegzunehmen. Das ist, wie soll ich sagen, nicht ein anderes Thema, es gehört dazu, aber natürlich muss dagegen was gemacht werden. Es ist aber, finde ich, unabhängig nochmal von der Finanzierungsmöglichkeit. Ja, also da reicht es ja, wenn ein Fußballverein sich ein Plakat hinhängt mit wir stehen gegen Rassismus oder so. Kann da schon Probleme geben. Und ich meine, wie gesagt, das entscheidende SachbearbeiterInnen beim Finanzamt und nicht, keine Ahnung, der Beauftragte für Demokratieförderung oder so. Vielleicht ist das auch das Problem. Ja? Also tatsächlich ist das so, wir haben ja diese Erfahrung auch ganz konkret gemacht. Man ist da abhängig von dem Gutdünken des der zuständigen FinanzbeamtInnen. Also bei uns war das tatsächlich auch so. Und beide Male ist es uns letzten Endes so gegangen, dass es einfach hieß, die Herausgabe einer Zeitung, das ist einfach kein gemeinnütziger Zweck. Und das andere war, die Begründung war tatsächlich, ja, Sie haben ja Anzeigen da drin, also ist es ja kommerziell, Sie verdienen ja Geld mit dieser Zeitung, das kann ja überhaupt nicht gemeinnützig sein. Dass wir mit diesen Anzeigen aber irgendwie mehr oder minder mühselig unsere Druckkosten immer wieder gedeckt haben, das hat die ja überhaupt nicht, das hat die überhaupt nicht interessiert. Und genau, also wir werden jetzt wohl auch nochmal einen Anlauf unternehmen unter neuen Vorzeichen und wir können da zum Beispiel auch nur hoffen, dass mittlerweile eine andere Person an dem Schalter im Finanzamt sitzt. Also auch damit hat es tatsächlich zu tun und das finde ich, ist ja mindestens genauso schlimm, wie zu sagen, Staat und Journalismus müssen eben streng getrennt sein und das eine darf auf das andere irgendwie keinen Einfluss nehmen. Also wenn es dann aber sein kann, dass Einzelpersonen nach Gutdünken entscheiden können, was jetzt gemeinnützig ist oder nicht, das kann ja dann irgendwie erst recht nicht sein. Also aus dieser Diskussion nehme ich eigentlich auch, dass man vielleicht über den Begriff, was ist Ehrenamtlichkeit? Und früher hat man ja im Zusammenhang mit Journalismus nie über Ehrenamt gesprochen. Das ist ja im Grunde genommen für das ganze Konstrukt Journalismus etwas Neues.
Und vielleicht kann man ja an dem Begriff einfach mal ansetzen und versuchen, das darüber zu lösen, dass also etwas, was bis jetzt jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang immer kommerziell gelaufen ist, durchaus eben auch ehrenamtlich erfolgen kann. Und dass es dann eben auch steuermäßig anders zu bewerten ist. Also das ist jetzt, denn nur, wie du schon sagst, nur einfach gemeinnützig, das bringt es irgendwie anscheinend nicht, an dem Konstrukt zu arbeiten. Ich möchte jetzt noch einmal zur Rolle des unabhängigen Lokaljournalismus für die Demokratie kommen. Denn wie wir ja schon anfangs festgestellt haben, ist der Lokaljournalismus auf dem Rückzug. Deshalb sind ja Medien wie der Wir beispielsweise so wichtig mittlerweile. Denn wenn Menschen nicht darüber informiert werden, was für ihre Haustür geschieht, dann fühlen sie sich oft auch nicht gesehen und abgehängt. Und der Wir und andere ehrenamtliche Stadtteilmedien liefern diese Informationen. Ich fange mal mit Timo an. Wie wichtig sind unabhängige Non-Profit-Medien wie der Wir deiner Ansicht nach für die Demokratie? Sehr wichtig, würde ich sagen. Also klar, unabhängiger Journalismus fördert halt emanzipiert Menschen halt zum eigenen Denken, auch gegen Fake News zum Beispiel vorzugehen, so irgendwelchen Gerüchten zu glauben. Und wenn jetzt zum Beispiel wir hier in Wilmsburg schwarz auf weiß gut recherchierten Sachverhalt dargestellt wird, dann ist da schwer, was gegen einzugehen. Also klar, kann man dann Journalismus anzweifeln, aber dann kann man ja irgendwo anders auch ansetzen. Also finde ich super demokratiefördernd Journalismus, gerade unabhängiger. Und dadurch, dass er Non-Profit ist, ist er ja noch unabhängiger, weil er halt nicht irgendwie wie bei anderen großen Medienhäusern dann noch ein Management hintersitzt oder eine Marktanalysefirma oder was auch immer, die dann sagen, okay, so müsste die Artikel schreiben, damit noch mehr Klicks generiert werden. Genau, also glaube ich, dass es sehr ja, von unten kommt, hier auch im Stadtteil. Wie siehst du das, Jutta, wie siehst du das? Ich sehe das ähnlich. Und zwar finde ich, ist das Wichtige an der Sache von einem unabhängigen lokalen Journalismus, dass wir uns ein relativ breites Angebot an Themen macht, die hier im Stadtteil virulent sind, auf die eine oder andere Art und Weise. Und wir als Leserinnen uns unsere eigene Meinung bilden können, von der wir bei den Artikeln ziemlich genau darauf vertrauen können, dass hier nicht uns eine Ideologie mit dem Artikel verbreitet untergeschoben wird, sondern dass wir als Leserinnen uns unsere Meinung daraufhin bilden können. Und das Gute in dem Zusammenhang ist natürlich auch, dass es also diesen direkten Dialog dann gibt im Wir. Ich lese den Artikel und ich kann mich dazu äußern. Das ist schon eine andere Qualität als das, was man in anderen Medien teilweise hat. Ich schreibe ganz gerne mal einen Leserbrief, gebe ich zu. Aber das ist schon ein bisschen aufwendiger. Aber hier kann ich mich direkt zu dem Artikel äußern. Und wenn ich Glück habe und es gibt noch mehr Leute, die auch an dem Artikel Interesse haben, ja, dann entsteht da auch so etwas wie ein Dialog. Und dann fühle ich mich ernster genommen und ja gesehen und gehört einfach. Sigrun, du nickst. Was denkst und was sagst du jetzt? Ja, ich habe jetzt zu allem genickt, was ihr gesagt habt, weil ich das natürlich alles auch genauso denke und auch sagen würde. Und auch nochmal anknüpfen, also du spielst ja auf diese Kommentarfunktion an, die wir eben ja erst haben, seit wir online sind. Und das finde ich auch sehr spannend. Also das ist am Anfang, war das, glaube ich, für die LeserInnen so ungewohnt und neu, dass es kaum wahrgenommen wurde. Mittlerweile
wird es irgendwie stetig besser. Also wir kriegen mehr und mehr auch Kommentare und genau, Menschen antworten einander auch in dieser Kommentarspalte. Und was ich aber daran auch so toll finde, ist, es gab jetzt auch schon mehrere Themen, wo wir anhand der Kommentare nochmal gesagt haben, Leute, wir müssen da nochmal nachrecherchieren. Das ist ja wirklich so wichtig. Oder da hat uns jetzt jemand nochmal einen ganz neuen Aspekt oder auch einen neuen Kontakt oder sowas in seinem oder ihrem Kommentar gebracht. Wir können dieses Thema einfach nochmal weiterdrehen. Das ist überhaupt noch nicht auserzählt. Und dann führt das eben wirklich dazu, dass wir uns in bestimmte Sachen, wo wir vielleicht nicht drauf gekommen wären, dass das jetzt so entscheidend ist doch für eine ganze Reihe von Menschen, dass wir solche Sachen dann einfach nochmal wieder berichten. Also zum Beispiel ging es mehrfach jetzt um die Schafe beziehungsweise die Nicht-Schafe und wer ist denn eigentlich dafür zuständig und. Und da haben sowohl wir als auch aufmerksame LeserInnen tatsächlich immer wieder versucht, bei den Behörden zu recherchieren oder rauszufinden, wer ist denn nun eigentlich zuständig, und dadurch ging diese Geschichte immer weiter und sowas. Also erstens mal würde das in einem nicht so hyperlokal angebundenen Medium sowieso gar nicht passieren, sowas. Da wäre vielleicht mal ein Thema, ja, nach Wilhelmsburg kommen irgendwie die Schafe nicht mehr. Und zweitens gäbe es ja auch nicht diese Möglichkeit, das dann gemeinsam mit den LeserInnen und mit den Interessierten nochmal weiter zu verfolgen und nochmal wieder weiter zu drehen. Also das ist, finde ich, genau... das ist sozusagen so eine Art gelebte Demokratie, so vor Ort oder so ganz basic. Und ja, deswegen finde ich auch, dass es schon wichtig ist, dass es überhaupt auch diese Lokalberichterstattung gibt. So. Und ich finde auch, also als ich so drüber nachgedacht habe, also als wir das sozusagen geplant haben, habe ich ja immer überlegt, so, was schreiben wir denn jetzt über unsere Veranstaltung? Was ist denn jetzt eigentlich das Thema und so? Und das ging dann so Stück für Stück in meinem Kopf, bis mir irgendwann klar wurde, ja, im Grunde genommen ist es ja so, wenn wir keinen funktionierenden Lokaljournalismus mehr haben, dann ist es am Ende für bestimmte Menschengruppen tatsächlich ein Mangel an gesellschaftlicher Teilhabe, den das zur Folge hat. Und das finde ich gerade an einem Ort wie Wilhelmsburg, ist es katastrophal, weil es sowieso immer schon so ist, dass viele, viele Menschen hier einfach Schwierigkeiten haben, teilzunehmen, am gesellschaftlichen Leben mitzugestalten, irgendwie sich zu artikulieren, sich zu informieren. Das ist sowieso schwierig genug aufgrund der ökonomischen und sozialen Lagen. Und wenn dann auch noch so eine niedrigschwellige Möglichkeit wegfällt, immer mehr vernünftig recherchierte und gute Informationen zu bekommen, ja, dann ist es, wie du sagst, man wird dann abgehängt oder ganze Menschengruppen oder Teile des Stadtteils wären irgendwie gesellschaftlich abgehängt oder können noch viel weniger teilhaben. Und das fände ich einfach katastrophal. So. Jenny, hast du den Terminkalender auch mit ins Leben gerufen, um Leute eben wirklich am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen, die das lesen, okay, hier ist eine kostenfreie Veranstaltung. War das so ein bisschen ein Hintergedanke bei dir? Ja, auf jeden Fall. Also ich gebe zu, nicht ausschließlich. Es ist auch ein bisschen Egoismus dabei. Also einfach den Überblick zu haben, was ich meine, ich wohne ja auch hier, ne? Und nicht irgendwie, wie gesagt, auf 10 verschiedene Telegram-Gruppen oder irgendwie einen Social-Media-Account zu machen, den ich gar nicht haben will, nur damit ich irgendwas mitkriege, hat mich genervt. Und es hat mich gewundert, dass es sowas nicht gibt. Und dachte einfach, es wäre super, das zu haben. Also für mich, aber auch meine FreundInnen. Aber ja, darüber hinaus, natürlich ist es ein weiteres Instrument, genau wie die Artikel und so weiter, den Menschen hier eine Möglichkeit zu geben, überhaupt rauszufinden, was sie für Möglichkeiten haben. Also auch ohne Geld oder mit sehr wenig Geld, was es alles für tolle Angebote gibt. Denn es gibt sehr viele tolle Angebote, aber sie müssen eben auch bekannt sein. Und ich möchte nochmal ergänzen zu Sigrun, es ist ja dann nicht so, dass es gar keine Infos mehr gibt, aber man überlässt es eben Einzelmeinung, man überlässt es dann eben den InfluencerInnen auf TikTok, was gepostet wird und was nicht und was dabei rauskommt, sehen wir ja gerade. Und wir sind jetzt vielleicht kein hochprofessionelles Team, aber wir bemühen uns ja, Dinge vernünftig einzuordnen, von mehreren Seiten zu beleuchten, verschiedene AkteurInnen dazu zu befragen. Und ich denke, wir haben auch alle schon eine gesellschaftspolitische Haltung.
Und ein gewisses Wertesystem, was unsere LeserInnen schätzen. Und ja, ich glaube schon, dass es einen Mehrwert bietet. Sonst hätten wir ja keine LeserInnen. Den Terminkalender und alle Artikel des Wilhelmsburger Inselrundblicks könnt ihr lesen im Internet auf www.inselrundblick.de. Wir sind fast am Ende unseres Podiums angelangt und natürlich bei 30 Jahre Wir lautet die Schlussfrage an alle. 30 Jahre Wir, was wünscht ihr dem Wir für die nächsten 30 Jahre? Jutta. Ganz platt, viel Erfolg und ein paar mehr Geldgeberinnen. Ach, so viele Wünsche. Kurz. Also ich wünsche mir, glaube ich, dass wir irgendwann mal entspannter und mehr in die Ruhe und nicht unter diesem ständigen Finanzierungsdruck arbeiten können tatsächlich. Also ich würde mir so wünschen, einfach ab und zu mal Menschen, die vielleicht auch als Profis unterwegs sind, journalistisch oder so wie du als Fotojournalisten, zu sagen, oh, da ist so eine ganz, ganz wichtige Geschichte und das können wir machen, aber das und das können wir im Moment gar nicht leisten und kannst du uns da was zuliefern und denen dann einfach ein Honorar dafür zahlen zu können, weil das ist ja eine richtige, anständige, tolle Arbeit, die dann für uns machen oder machen würden und allein das wäre schon so, so super, das machen zu können oder eben auch dieses, also bei mir ist es ja auch so, ich kriege ja dieses Honorar, weil ich sonst, ich bin ja noch berufstätig, muss ja irgendwie meinen Lebensunterhalt verdienen und ich könnte diese ganze Zeit, die das braucht, ich könnte das eben gar nicht ehrenamtlich, ich könnte mir das gar nicht leisten im wahrsten Sinne des Wortes und es wäre einfach so toll, wenn wir alle so ein bisschen oder die es eben wirklich brauchen, einfach auch mal sagen könnten, ja, wir können uns dafür jetzt als selber sozusagen ein Honorar bezahlen oder wir können jemanden für das und das auch mal tatsächlich honorieren oder anstellen. Also das wünsche ich mir auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, ich wünsche mir, glaube ich, noch viel mehr Rückmeldungen von LeserInnen, weil wir haben eben jetzt diese tolle Kommentarspalte und wir haben aber natürlich auch immer noch die E-Mail-Adresse und also insgesamt fände ich es einfach schön, wenn das noch viel mehr weitergehen würde, dass wir wiederum mehr Rückmeldung bekommen, also dass dieser Austausch zwischen den LeserInnen und den BürgerInnen und uns, dass der einfach noch mehr Fahrt aufnimmt. Und ja, schön fände ich es eben tatsächlich auch, wenn wir es uns leisten könnten, öfter mal so, ja, solche Veranstaltungen zu machen oder tatsächlich auch mal Veranstaltungen zu stadtteilpolitischen Themen zum Beispiel, dass wir auch mal wichtige Menschen einladen könnten, die dann sich mit uns und unseren MitbürgerInnen auseinandersetzen über bestimmte Themen, die wir im Inselrundblick eben auch immer wieder behandeln. Also dass wir praktisch ja auch auf diese Weise nochmal dem Meinungsbildungsanspruch oder dem Informationsanspruch noch viel mehr nachkommen könnten. Das ja, das fände ich einfach super. Ich wünsche dem Wir, dass sie genauso spritzig bleibt, in der Hinsicht oder pieksig auch. Ich glaube, es kommen wilde Jahre auf uns zu mit der Iberbebauung, mit mehr Gentrifizierung. Ich glaube, das werden schöne, aber auch anstrengende Jahre, was auch immer aus dem Fitte wird, was ich schätzen lernen durfte und auch sehr doll schätze. Und ich wünsche mir, dass ihr die Kapazitäten habt, dass der Politik auch den Finger in die Wunde zu pieksen und zu sagen, nee, so nicht, beziehungsweise auch zu recherchieren, wenn irgendwas schief läuft. Das wünsche ich euch, die Kapazitäten und dass ihr aus dem Krisenmodus rauskommt, weil ich kenne es selbst, wenn man die ganze Zeit über Existenzängste nachdenkt, dann kann man inhaltlich nicht arbeiten und ich glaube, das wünsche ich euch am meisten. Ich wünsche mir neben dem Gesagten, nämlich einer stabilen Finanzierung und am liebsten auch einer Finanzierung, die gar nicht unbedingt ehrenamtlich sein muss, sondern eben die Honorare zahlen kann, also ein Non-Profit-Journalismus, also nicht gewinnorientierter, der aber die Arbeit leistungsgerecht bezahlen kann, auch für alle unsere tollen MitarbeiterInnen.
Wünsche ich mir, was wir schon versuchen, was jetzt so die kleinsten Anfänge gerade hat, mehr Diversität. Generationell hat das jetzt schon tatsächlich stattgefunden, also aus fast jeder Generation jetzt Leute dabei, es können dann gerne noch mehr werden, aber auch was kulturelle Identität angeht und Herkünfte, wünsche ich mir mehr Diversität, allein schon aus Themenvielfaltsgründen und weil die Menschen auch unterschiedliche Themen hier auf Wilhelmsburg bewegen. Dass wir die Digitalisierung weiter vorantreiben, dass der Inselrundblick auch dann die nächsten 30 Jahre fit für die Zukunft ist und wir das dann irgendwann wieder an Jüngere weitergeben, dass es den auf Dauer gibt. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank für diese Runde. Vielen Dank Jenny Dominik, Timo Knorr, Sigrun Clausen und Jutta Kuczynski. Und vielen Dank an euch, die ihr mitgemacht habt beim Workshop, die ihr jetzt auch noch mir hier so aktiv zugehört und beigetragen habt. Und wir bleiben hoffentlich in Kontakt. Und wenn ihr selbst ein Thema habt, dann wisst ihr, ihr könnt es dem Wir nennen. Ich habe auch meine Visitenkarte dorthin gelegt. Ihr könnt mir auch Bescheid sagen. Und wir gucken dann, dass wir diese Themen umgesetzt kriegen. Entweder mit euch oder auch von euch für den Wilhelmsburger Inselrundblick oder für TIDE. Vielen, vielen Dank und kommt gut nach Hause. Tschüss. Ich würde mich gern auch noch bei dir für die wunderbare Moderation bedanken und dass du uns so angenehm durch den Abend geführt hast. Dankeschön. Danke. Vielen Dank, Katrin.